Tief im geheimnisvollen Wald lebt ein Häschen namens Eila. Eines Tages entdeckt Eila etwas Ungewöhnliches am Horizont und sie macht sich auf eine abenteuerliche Reise, um es zu entdecken. Dabei treffen wir Entscheidungen, vor die Eila während ihrer Reise gestellt wird und nehmen so Einfluss auf den Verlauf der Geschichte. Hallo liebe Freunde, willkommen auf dem Channel Furchtbares Gaming mit mir KidZero. Und heute packen wir wieder ein Spiel für euch aus und ich erkläre es auch gleich. Und zwar haben wir heute etwas ganz Besonderes. Eila and Something Shiny von IceMax. Ein Spiel, das im Februar 2020 circa auf Kickstarter erscheint. Und da schauen wir auch mal rein. Okay, dann schauen wir mal rein, was da drin ist. Man muss natürlich dazu sagen, das ist nur die Demo-Version und am Ende wird da noch einiges mehr drin sein, vermute ich. So, als erstes haben wir hier einen Beutel mit ganz vielen bunten Tokens. Dann haben wir hier so kleine Heftchen. Da in diesen Heften wird immer so die Vorgeschichte und das Ende praktisch erzählt in einem kleinen süßen Comic. Dann haben wir hier einen Haufen Karten und da sage ich gleich mal dazu, man sollte die Karten sich nicht vorher anschauen und man sollte auch die Reihenfolge nicht verändern, denn dann nimmt man sich so ein bisschen die Vorfreude oder den Spaß vielmehr am Spiel dann selbst. So, und dann haben wir hier noch, das hatte ich schon mal auseinandergenommen, deswegen ist es nicht mehr im Stanzbogen, aber das sind so Teile, damit kann man einen Kartenhalter aufbauen. Und das wird dann während des Spiels benötigt. Jetzt baue ich das Spiel auf und dann spielen wir eine Runde. So, wir fangen an als erstes mit dieser wunderschönen Playmat. Und auf diese Playmat setzen wir schon mal den Kartenhalter. Wenn wir die Playmat benutzen, dann brauchen wir diese beiden Karten nicht. Denn das ist hier unten auch abgebildet. Gut, die kommen erstmal zur Seite. So, ganz wichtig ist jetzt, dass wir uns vorher die Karten nicht angeguckt haben und sie auch nicht durcheinander gebracht haben. Wenn ihr das aus Versehen gemacht habt, dann müsst ihr die Karten wieder von 1 aufwärts bis zur 11 ordnen. So, die grünen Karten mit den Zahlen von 1 bis 5 werden in diesen Kartenhalter gesteckt. Die 1 muss vorne sein. Die blauen Karten kommen rechts daneben und die roten Karten links daneben. Wenn wir jetzt eine Runde spielen, zeige ich euch auch nur das Tutorial praktisch, damit eben der Spielspaß nicht darunter leidet, wenn ihr später das Spiel spielen wollt. Am Schluss brauchen wir noch die Kapitelkarte. Die zeigt uns praktisch, was wir in diesem Kapitel erreichen müssen. Ich spiele das Spiel einmal und dabei erklären sich die meisten Regeln eigentlich von selbst. Und damit legen wir jetzt los. Als erstes setzen wir 3 von diesen kleinen Herzmarkern auf die Herzen auf der Kapitelkarte. Das ist sozusagen unsere Lebensenergie. Wir haben hier in dem Kartenhalter immer die Karten, die wir aufdecken. Und hier zu beiden Seiten haben wir noch Kartenstapel, aus denen sich dieser Kartenstapel erweitern kann. Hier unten haben wir praktisch dann einmal den Tascheninhalt sozusagen von unserem Rucksack und hier haben wir so den Inhalt von unserem Kopf und unserer Seele, könnte man behaupten. Wir können Goldmünzen einsammeln, das sind diese gelben Steinchen. Wir können Nahrung einsammeln, sprich Karotten, das sind diese orangenen. Wir können Wissen ansammeln, das sind die grauen. Wir können diese Energie bekommen, die grünen Steine, die sind ganz wichtig. Und das hier ist die Angst, die braunen Steine und die lilanen, das ist ein besonderer Ausrüstungsgegenstand, das
ist ein Zauberstein. So, jetzt schauen wir mal auf unser Ziel praktisch. Wir müssen Wissen erlangen. Zwei Steinchen, zwei graue Steinchen, das ist unser Ziel. Es gibt die Tag- und die Nachtphase. In der Tagphase erleben wir unser Abenteuer. Wenn der Tag vorbei ist, das passiert jedes Mal, wenn dieser Stapel hier aus dem Kartenhalter abgearbeitet worden ist, dann kommt die Nachtphase. Es ist ganz wichtig, dass wir zur Nachtphase eine Energie besitzen. Die können wir dann nämlich hier auf die Tagesfelder legen. Es gibt die Felder von 1 bis 7. Das heißt, wir spielen eine Woche lang. Wenn wir das bis dahin das Chapter-Ziel nicht erfüllt haben, dann haben wir leider verloren. Haben wir einmal keine Energie, um hier eine abzulegen in der Nachtphase, verlieren wir ein Leben. Wenn wir keine Leben mehr haben, haben wir auch verloren. Dann können wir in der Nachtphase noch ein oder zwei von den Dingen, die wir in der Tasche oder in diesem Vorratsfeld erarbeitet haben, auf das Kapitelziel legen. Und dann wird der Stapel hier, der dann auf diesem Feld liegt, neu gemischt, wieder in den Kartenhalter gesteckt und dann geht das Spiel weiter und die Runde beginnt von neuem mit einem nächsten Tag. So, jetzt aber genug gequatscht. Wir wollen das Abenteuer von Ayla erleben, also geht es los mit dieser Karte. Okay, der Wald ist voll von Überraschungen und der Baum, unser Freund, fragt uns, möchtest du auf eine Forschungsreise gehen? Möchtest du den Wald erforschen? Und jetzt können wir sagen, nein, ich möchte lieber hier bleiben und dann würden wir einen Vorrat an Karotten bekommen. Oder man sagt, jo, wir wollen losgehen. Und dann würde die Karte Nummer 6 auf den zukünftigen Ereignisstapel gelegt. Dafür entscheiden wir uns jetzt auch mal. Und dann, das können wir hier an diesen Pfeilen erkennen, wird diese Karte auf den Vergangenheitsstapel abgelegt. So, dann legen wir die nächste Karte auf. Jetzt können wir uns entscheiden, möchten wir noch ein bisschen mit dem Baum spielen sozusagen und dann könnten wir eine Energie bekommen oder sollen wir uns mit dem Baum noch etwas unterhalten und er erzählt uns etwas über die Geheimnisse des Waldes, dann würden wir schon mal ein Wissen erlangen. Ich sage mal, wir unterhalten uns mit dem Baum über die Geheimnisse des Waldes. Jetzt gucken wir wieder danach. Wird die Karte auf den Vergangenheitsstapel abgelegt. Und wir decken die nächste Karte auf. Ayla geht ein bisschen Karotten sammeln, ein bisschen Karotten ernten. Und wir können uns jetzt entscheiden, ob wir mit den bloßen Händen die Karotten aus der Erde ziehen, so wie es auf der Karte auch abgebildet ist, oder ob wir den Werkzeugkoffer benutzen können. Da wir die Werkzeuge aber nicht haben, können wir das nur mit bloßen Händen tun. Jetzt schauen wir, die Karte wird auf den Zukunftsstapel abgelegt und wir bekommen eine Karotte. Und wir decken die nächste Karte auf. Ayla hat auch einen Job. Sie macht ein bisschen sauber im Wald und jetzt können wir halt uns entscheiden, ob wir so ein bisschen nebenher arbeiten wollen, dann würden wir ein Goldstück bekommen oder ob wir eine Energie ausgeben, um 3 Goldstücke zu bekommen. Da wir keine Energie haben, die wir jetzt ausgeben könnten, hier liegt keine, bekommen wir nur ein Goldstück und die Karte wird hier abgelegt. So, und jetzt kommt schon die letzte Karte aus diesem Stapel. Das ist Mr. Deer, also der Mr. Hirsch, und der hat einen Laden im Wald. Dort können wir für ein Gold eine Karotte kaufen oder eine Karotte für ein Gold verkaufen.
Wir kaufen uns jetzt mal für unser Gold noch eine Karotte, denn die werden wir gleich brauchen. Dann wird die Karte wieder abgelegt auf den Stapel zukünftiger Ereignisse. So, der Kartenhalter ist leer. Wir haben den ersten Tag geschafft. Jetzt kommt die Nachtphase und wir bräuchten eine Energie, damit wir kein Leben verlieren und weiterspielen können. Jetzt haben wir hier keine Energie, aber wir schauen mal hier. Man kann zwei Karotten eintauschen in eine Energie und das kann man auch zu jedem Moment des Spieles machen. Deswegen tun wir das jetzt natürlich. Erst legen wir allerdings noch unser Wissen auf dieses Feld von unserem Kapitelziel sozusagen. Dann kommt die Energie eben auf die 1 hier und wir mischen den Stapel neu. Dann kommt er wieder da rein und der nächste Tag beginnt. Ja, als erstes treffen wir wieder auf Herrn Hirsch und seinen Shop. Wir haben weder Karotten noch Gold, also können wir dort leider nichts tun. Und es geht wieder auf den Stapel. Jetzt fällt Eila etwas auf den Kopf von irgendwoher. Was ist denn da passiert? Jetzt schauen wir mal hier. Wir verlieren ein Leben. Das tat ganz schön weh. Wir bekommen zwei Angst, weil, oh mein Gott, wo kommt denn das her? Und die Karte 09 wird so in den Kartenhalter gesteckt, direkt rein. Das heißt, diese, wir sehen es, der Pfeil zeigt in die Vergangenheit, wird abgelegt und wir spielen direkt die neu bekommene Karte und Ayla sieht, das waren Äpfel, die ihr auf den Kopf gefallen sind. Sie bekommt drei Vorräte, drei Lebensmittel sozusagen dazu und die Karten 07 und 08 kommen auf den Stapel der zukünftigen Ereignisse. Dann wird diese Karte allerdings abgelegt und wir spielen einfach mit der nächsten weiter. Ayla ist wieder am Arbeiten, sie bekommt ein Gold, da wir immer, wir können natürlich auch mal zwei Karotten in eine Energie umwandeln und die geben wir jetzt aus. Gleich wieder und bekommen drei Gold, dann können wir beim nächsten Mal vielleicht auch bei Herrn Hirsch was einkaufen. So, das war die Arbeit, die wir machen und als nächstes ernten wir noch mal Karotten. Sehr schön und dann ist auch dieser Tag erledigt. Jetzt wandeln wir wieder zwei Karotten in eine Energie um. Hier können wir nichts machen, wir haben leider noch kein Wissen wieder erlangt. Also machen wir weiter, legen die Energie auf das Feld und mischen den Stapel neu. Gut, der nächste Tag bricht an. Was hält er bereit? Ayla entdeckt eine Kreuzung. Jetzt können wir uns entscheiden, ob wir links rumgehen oder rechts rumgehen. Phantom, wo würdest du hingehen? Links. Okay, wir gehen nach links. Die Kreuzung kommt auf den Stapel der zukünftigen Ereignisse. Und ich schaue nochmal eben. Das ist links, ist die Karte Nummer 10. Die wird hier reingesteckt und dann auch direkt gespielt. Und wir treffen das Restaurant vom Chef Bär, also vom Küchenchef Bär. Der würde uns für x Karotten x Energie kochen, sozusagen. Also er würde uns wahrscheinlich aus den Karotten irgendwas Leckeres kochen, was uns dann Energie geben würde. Da wir aber leider keine Karotten haben, können wir das jetzt nicht wahrnehmen. Und dieses Zeichen bedeutet, ne, diese Pfeile hier, die so im Kreis führen, die Karte geht zurück auf den Stapel, wo sie hergekommen ist. Und dann machen wir weiter. Und da treffen wir jetzt wieder Herrn Hirsch. Wir kaufen für zwei Gold zwei Karotten.
damit wir auch auf jeden Fall unsere Energie wieder sicher haben später. Und Herr Hirsch geht wieder auf den Stapel. Dann arbeiten wir wieder für ein Gold und ernten Karotten. Jetzt treffen wir noch die Eule. Die Eule und ihren Buchladen. Jetzt können wir uns entscheiden, entweder wir machen gar nichts und gehen dran vorbei, dann wird die Karte einfach abgelegt, oder wir kaufen für 2 Münzen ein Buch, beziehungsweise lesen das Buch und erhalten das Wissen. Und das machen wir natürlich. So, und dann wird auch der Buchladen auf den Stapel der zukünftigen Ereignisse abgelegt. Jetzt kommt wieder die Nachtphase. Wir machen es wie gehabt, tauschen 2 Karotten gegen 1 Energie und legen diese Energie hier drauf. Dann legen wir das 2. Buch auf die Zielkarte und dann haben wir im Prinzip das 1. Kapitel geschafft. Wie geht's jetzt weiter? Und da haben die Autoren des Spiels sich richtig Mühe gegeben und haben ein kleines Comic erstellt. Und das zeige ich euch jetzt mal. Nach ihren ganzen Abenteuern ist Ayla müde und kehrt zu ihrem Freund dem Baum zurück. Dort kuschelt sie sich an seine Wurzeln und schläft ein. Der Baum nimmt sie zärtlich auf seine Äste und legt sie in seine Krone, damit sie wohlbehütet schlafen kann. Am nächsten Morgen erwacht Ayla von den Sonnenstrahlen und setzt sich auf. Dabei fällt ihr Blick auf den Berggipfel und dort glitzert etwas. Was ist denn das, denkt Ayla, das habe ich noch nie gesehen. Und schon wächst in ihr der Wunsch, diesem Geheimnis auf die Spur zu kommen. Davon handelt dann das nächste Kapitel. Mega niedlich. Ja, liebe Freunde, das war das Spiel und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr habt einen kleinen Einblick bekommen können, wie es so gespielt wird. Und ja, es war auch nur der Prolog sozusagen. Es folgen noch einige Kapitel. Das heißt, da kommt noch was auf uns zu. Für wen ist dieses Spiel? Ich denke, dieses Spiel ist für Kinder ab 7, sobald sie lesen können, ganz gut geeignet, aber auch für Brettspielbegeisterte Erwachsene zusammen mit ihrem Kind, vielleicht auf dem Schoß, ab 3 oder 4. Sowas habe ich in Essen öfter gesehen, diese Situation, dass da eine Mutter oder ein Vater saß mit dem Kind auf dem Schoß und dieses Spiel gespielt hat. Und dieses Spiel spielt sich eben wie eine Geschichte, die dann der Elternteil erzählt. Das ist also wie, sag ich mal, in den 80er, 90er Jahren gab es sehr viele dieser Solo-Abenteuerbücher. Ich weiß nicht, ob ihr da sowas gespielt habt wie Hexenmeister vom Flammenden Berge oder die Zitadelle des Zauberers. Ja, und so funktioniert das eben auch. Deswegen, glaube ich, kann man es auch oft wieder spielen. Es gibt auch noch einen Erweiterungsmodus bzw. einen fortgeschrittenen Modus. Da wird das Ganze dann auch noch schwerer. Das ist dann vielleicht wirklich etwas, was für die Erwachsenen. Und ich freue mich darauf. Das Spiel kommt 2020, circa im Februar, auf Kickstarter raus. Ich werde es übrigens, falls ihr in Bremen seid oder nach Bremen kommt, zu den Bremer Spieletagen in 2020. Da werde ich dieses Spiel präsentieren, also auch vor Ort sein. Kommt voll gerne an meinen Stand und dann zeige ich euch Ayla auch nochmal live. So, ich gehe jetzt wieder in den Wald, Abenteuer erleben, Karotten ernten und dergleichen. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heißt Furchtbares Gaming, ausgepackt und oder erklärt mit Kid Zero.